Ja, hallo, liebe PS3-Fans oder PS-PlayStation-Fans. Willkommen zur PlayStation Home Pod Nummer 7. Ja, das ist mal hier ein Clubhaus und ich gehöre zu den Clubs UTs, also Underground Terrorist. So, da bin ich mit dabei. Der Paxalin, so wie die UT-Leute von Joker, Daylight, Bilos und der gute alte Katana. Und ja, was soll ich Ihnen jetzt soll ich sagen? Es hat sich zwar was verändert in Home. Wir können immer noch nicht rein, weil wir sind nicht alt genug. Typisch. So. Ja. Es hat sich auch ein wenig, nicht, ein bisschen was verändert in Home. Die Update-Version wird in 2 Wochen auftauchen. Wegen der Verschiebung. Ich hatte erst gedacht, es kommt zum 9. April raus. 9. April schön und so. Und dann sich aber also wir, die Beta-Tester oder die Leute von Home, wie auch immer, die Empfinder von Home, lassen sich bestimmt sich Zeit wegen die Bug wegen die Bugs. Hier sieht man es gerade, da ist Fehler. Und die laufen ja einfach hier. Das ist ein Verstoß. Ein wirklicher Verstoß, wenn man hier sowas hier sieht. Das ist gegen die Verstöße. Und das mache ich leider nicht. Ja, wie man sieht hier, ich habe hier ein T-Shirt. Den bekommt man, wenn man das Geburtsjahr von Miguel. Wie? Die Musik kommt da bestimmt sicherlich euch bekannt vor, oder? Ja, das ist hier das neue für die PSP das Spiel, das heißt Motorstorm Attic. Oder Attic, wie das hieß. Ja. So. Gehen wir mal ins Einkaufszentrum. Da sind 2 neue Läden für uns offen. Also, okay, 2 neue Läden sind da für euch offen. Da ist einmal dieser komische V-Shirt-Shop. Da ist so ein Gratis-T-Shirt, den man sich holen kann. Dann gibt es dort ein irgendwas mit Ego irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist wesentlich lustig, diese Sachen hier. Die sind kostenpflichtig. Ja, hier steht drauf, Alter Ego. Dann gehen wir rein. Die Sachen dort drinnen sind alle kostenpflichtig. Also alle. Wie gesagt. Wenn das mal hier sich auskäst. Muss ich jetzt 2 Teile machen. So. Das erkennt man nicht so, aber ich gehe mal hier nach männlich rein. Und hier ist mittelalterlicher Ritterhelm Visier offen. Ja, und da kommen sie gerade, ja. Und diese eigenartigen Hütchen, das war so Art, wissen nicht, Onkel Sam Zylinder, irischer Zylinder, Union Jack Zylinder. Englischer Zylinder, dann walischer Zylinder, französischer Zylinder, spanischer Zylinder, ein Italien gibt's auch, ist Australien und ein Japsen. Ja, das gefällt mir, der Soldatenhelm und der Piratenhut, aber leider kann ich mir den nicht kaufen, weil das ja kostenpflichtig ist. Also in 49 kann man sagen.
Da braucht man eine PlayStation Wild Card. So, da sieht ihr es gerade, das ist der V-Shirt. Da steht irgendwas drauf mit 24 Horror. Das bedeutet 24 Stunden offen. Und hier steht V-Shirt. Das bedeutet für männliche und weibliche. Bloß, dieser hier ist kostenlos, 0 Euro. Den habe ich mir schon geholt für männlich und weiblichen Geschlecht. Mir ist auch langweilig, ansonsten. Also, das ist wirklich kostenfrei. Einige Sachen. So, diese hat sich nicht verändert. Da oben ist immer noch ein Dings offen. Und hier unten sind immer noch die zwei gleichen Dinger. Also, unten müsste bestimmt sicherlich noch eins kommen. Also, da müsste vielleicht noch eins kommen. Ja, hier ist schon wieder hier ein Regelverstößer. Also in der Japaner konnte das mehr. Also da verstoßen sie alle gegen die Regeln. Und dann hat man eine Woche PSN-Verbot. Also man kann nicht mal in die PlayStation Network. Und dann hat man zack seine Trophäen verloren. Das ist für die Leute dann eine pure Schande für sie. Die können sich einfach nicht schämen. So, den habe ich mir geholt, den Durak. Der kostet ebenfalls 0 Euro. Bloß diesen klassischen Rennhelm, den kann ich mir gar nicht holen, der kostet 99 Cent. Wer will sich denn für 99 Cent wer will sich denn, zwar billig, aber ich kann es mir ja nicht leisten. Ich habe ja keine Wahl gehabt. So, das sind die Watchmen-Outfits. Wie ich schon beim letzten Part euch erzählt habe. Die sind auch kostenfrei. Die habe ich hier schon mir geholt. Hier den schwarzen Herren-T-Shirt, das weiße Herren-T-Shirt, den Rorschachs Kostüm Pantkotchen. Dann gibt es hier diese klassischen, dann gibt es hier diese allgemeinen Sachen. Die sind auch teuer. So wie die Watchmen und Outfits sind, kosten alles, ist hier kostenpflichtig, außer hier, wenn jetzt mal hoffentlich morgen ist es ja soweit, hoffentlich wird mal hier, so hier habe ich mir meine klassische 50er Brille, die sieht richtig cool aus, und sieht auch mein Design. So, das sind die Sachen von Resident 2, dazu sage ich euch gleich, wenn man es kaufen will, da steht Fehler drauf. Für uns sind sie ja nicht kostenzugänglich oder so. Nein, ihr müsst sie im Spiel, wenn ihr eine Trophäe erhaltet, müsst ihr sie freischalten. Also, da haben sie wirklich was gemacht. Also, da steht Fehler drauf. Und hier sieht man ja eben einen kompletten Watchman-Outfit. Und ich hier mit meinem coolen Gangs, halb Polypen-Outfit. Also, das sehe ich mal lustig. So, da sage ich mal hier, ein Glitcher, das nennt man Bugfix-Fehler, da müssen wir wirklich was machen. Also wenn ich hier sowas sehe, da kann ich ziemlich enttäuschend sein. So, meine Weltkarte hat sich jetzt sicherlich nichts geändert. Also ich habe schon bei Chrome gesehen, dass viele dort rumrennen, rumlatschen. Das ist durchdrehend und deprimierend. Ich kann das nicht laut sagen. Wirklich. Wenn man sowas sieht, sofort das den Leuten sagen, also den also den PlayStation-Entwicklern von Home, das den zeigen und die werden dann gegen den Verstoß mit einer Kap Spannung rechnen und dann sind die Trophäen weg. Und das ist dann ihr Fehler. Apropos Trophäen, ich brauche noch zwei Trophäen bei Dead Space, dann habe ich 100%, dann habe ich mein zweites Platin. Ja. So. Das ist mal der Bonus-Tender. Hier das schöne Flower-Zeichen. Ist kostenpflichtig beim Store. Sowie das Crash-Kommando und den. Weiß ich schon. Nächstes Mal werde ich euch zeigen, was ihr geht. So,
Icebreaker, wisst ihr schon alle Bescheid? So, ich hoffe, dass es in den nächsten 2 Wochen das Ding rauskommt. Ansonsten sage ich euch, neue Outfits sind ja da, ein neuer Raum, also 2 neue Läden sind im Einkaufszentrum. Dann werde ich mal euch vielleicht zeigen, was eine amerikanische Account ist. Dazu viel später noch. Also auf Wiedersehen beim nächsten Part wieder.